Hallo, ich bin der René. Ich möchte euch in diesem Tutorial zeigen, wie ihr mit Guppy coole Grafiken in euren Livestream bekommt. Zum Beispiel könnt ihr die Spielstandsanzeige von eurem Fußballspiel, die Zeit, eine gelbe Karte, eine rote Karte oder ähnliches einfach einblenden. Dazu braucht ihr nichts weiter als einen Computer, OBS oder XSplit oder vielleicht ein Tablet zum Steuern noch dazu. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Tutorial. Es geht über mehrere Schritte. In diesem Teil geht es darum, wie man sich registriert bei Guppy. Das ist ja für die meisten relativ einfach und bekannt. Ihr könnt natürlich einfach zum zweiten Teil weiterspringen, wenn ihr das schon wisst. Dazu springen wir am besten mal auf meinen Desktop. Ihr öffnet einen Browser. Ich empfehle euch, den Safari, Chrome oder Firefox zu benutzen. Dort geht ihr auf die Webseite guppy.com. Ich verlinke sie auch nochmal unten in der Beschreibung. Hier oben habt ihr im Menü einen Menüpunkt Login und Register. Da klickt ihr einfach drauf. Dann kommt ihr in die Anmeldemaske von Guppy. Da ihr noch keinen Account habt, meldet ihr euch am besten an, klickt auf Register und tragt als erstes oben eure E-Mail-Adresse ein, was dann auch gleichzeitig der Login-Name ist. So, ich mache das mal jetzt. Ihr wählt eure Sprache aus. In dieser Sprache wird nachher die ganze grafische Oberfläche oder die ganze Oberfläche angezeigt. Ich wähle jetzt hier mal Englisch aus. Es kommen bald neue Sprachen dazu. Ein Passwort empfehle ich euch, ein sicheres Passwort zu nehmen. Nicht, dass irgendjemand anders in eurem Livestream seltsame Grafiken einblendet. Dann noch die Datenschutzerklärung bestätigen. Wir speichern Teamdaten und Playerdaten, also die Namen, die Logos und so weiter. Und auf Register klicken. Dann sagt das System hier, ich habe einen schönen Link bekommen. Den hole ich jetzt mal aus meiner E-Mail-Box. Achso, er aktualisiert. Da ist es. Da klicke ich einfach drauf. Dann komme ich wieder ins Login-Fenster. Ich möchte aber jetzt hier bei dem Firefox bleiben, deswegen springe ich wieder rüber und melde mich mit der eben angelegten E-Mail-Adresse an oder angemeldeten E-Mail-Adresse an. So, klicke Login und schon bin ich im Dashboard des Guppys. Im Moment ist nur Fußball-Scoreboard aktiv. Deswegen kann ich mir das jetzt auswählen und habe natürlich noch kein Spiel. Dazu geht es weiter im zweiten Teil des Tutorials. Ich möchte euch oben noch mal kurz die Menüpunkte erklären. Hier ist der Rücksprung wieder ins Dashboard. Hier genauso. Also hier kann man sich dann seinen Spieltyp sozusagen direkt auswählen, wie zum Beispiel Basketball. Oder wieder Fußball. Die ganzen einzelnen Spieltypen kommen bald hinzu. Hier kann man sich noch die Sprache auswählen, in der jetzt das alles angezeigt wird. Ich schalte mal zum Beispiel um. Alles ist noch nicht ganz übersetzt, es liegt alles noch beim Übersetzer. So, wieder auf Deutsch, auf Englisch. Und hier sind sozusagen meine Kontoeinstellungen. Hier kann ich mir mein Konto nochmal angucken. Und noch Sponsor-Logo hochladen, Werbung hochladen. Und dann gibt es hier noch einen schönen Button, der Vollbild ist. Das macht sich auf dem Tablet ganz gut. Dann hat man nämlich nachher alle Buttons schön im sichtbaren Bereich. So. Aber wir gehen jetzt wieder zu Fußball zurück. Und im nächsten Video.